Und ja, I look super cute today. Regina auch, guck. Für einen Augenblick Geduld. Ich habe meine Gratis-Sachen vom Müller geholt. Yay! Yeah. Heute war der schlimmste und schwerste Tag heute. Just keep cleaning and cleaning and cleaning. Mein Gott, man merkt das voll krass. Bis später dann. Good morning, meine Freunde. Willkommen wieder zurück zu einem neuen Vlog von mir. Es ist früh, ich habe Schule, ich habe mich fertig gemacht und so, aber ich habe das leider nicht mitgefällt. Heute wirklich ist mir so schwer gefallen aufzuwachen. I literally can't anymore. Das frühe Aufwachen, I just can't handle it. Ich bin so müde und ich habe gar keinen Bock mehr. Heute wieder Schule gehen. Gar keinen Bock. Aber ja, wir gehen jetzt. Ah, ich glaube, nie so viel gemacht. Kannst du mich zeigen? Nein, ich mache nur einen Vlog. Ist nicht zu dunkel hier im Room? Ja, ich hasse I'm at school now. Ich habe gar keinen Bock. Ich hätte Augenbrauen gehen heute, ob meine Augenbrauen machen soll. Guck dir das an, Wahnsinn hier. Ich bin sogar zu früh heute, which I'm really pissed off, weil wie ihr wisst, ich hasse es in der Schule früh zu sein. Do I look cute today? Yes, I do. Ich habe noch heute keinen Lippenstift gemacht, weil es sowieso immer abgeht, deswegen dachte ich mir, nee. Ich bin irgendwie schon voll gewohnt, immer Lippenstift zu tragen, deswegen fühle ich mich gerade leer ohne Lippenstift. Ich würde sagen, Leute, bis später dann. Heute habe ich bis 18 Uhr. Deswegen wünsche ich mir Glück, dass ich das irgendwie überlebe. Bis später, Guys. Ich habe hier einfach einen Pickel bekommen. Ich weiß. Ich bin so schlecht im Vloggen geworden. Es tut mir so leid. Ich habe einfach diesen kompletten Tag komplett drauf geschissen. Ich habe es die ganze Zeit vergessen. Ich dachte immer, jetzt hole ich die Kamera raus und habe ich es nicht gemacht. I'm so disappointed in myself. Aber ach, ich hoffe, ich kann morgen ein bisschen mehr vloggen. Weil ich morgen nicht zur Schule gehen kann, weil ich einen sehr wichtigen Termin habe. Ja, ansonsten habe ich nur noch vor, wenn ich morgen gar nichts mehr zu tun habe, Videos zu drehen. Ein bisschen unterwegs vielleicht noch zu sein. I don't know. Irgendwas einfach nur zu machen, produktiv zu sein und so. Was habe ich eigentlich heute gemacht? Ich hatte Kochen. Also wir haben nicht gekocht, wir haben nur so Theorie gemacht. Nach dem Kochen hatte ich dann Unterricht und so. Eigentlich war heute nicht so entspannend. Also es war schon ein spannender Tag, muss ich sagen. Aber ja, es war eigentlich ganz normal. Jetzt, ich werde mich jetzt abschminken und gehe jetzt gleich danach duschen. Ice blue moon, and I'm going down. Like the Titanic. And I'm going down. Like the Titanic. Geil. Machen wir irgendwas, damit ich mich einfach nur abschminken kann. PewDiePie. Wie satisfying ist das gerade für mich? Ich hab dich nie gesehen beim Vloggen.
Ja, ich locke in die Familie, weil ich immer denke, das ist voll langweilig. Ich bin so müde. Leute, ich tue jetzt gerade aufräumen. Ich habe nur diese Körbe hier aufgeräumt, die ich habe. Und ja, jetzt räume ich meinen Schminktisch auf, putze ein bisschen und mache alles sauber. Dann mache ich meinen Schrank sauber und dann mache ich mein Bett. Oh mein Gott, ich habe da so einen riesen Pickel bekommen. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, man merkt das voll krass. Deswegen hat mich Patrizia angesprochen. Oh mein Gott, voll krass. Ich habe, du hast eine Schwellung da. Aber oh, siehst du? Ich dachte, es ist eine Pickel wäre. Gleich auch nicht. Vielleicht ein Bienenstich. Mein Gott, aber es ist ein Pickel, weil es fühlt sich so an wie ein Pickel. Also ich weiß nicht, ob es ein Pickel ist oder ob es ein Bienenstich ist oder... Ich weiß nicht, aber voll komische Stelle. Let's keep cleaning and cleaning and cleaning and cleaning. All you gotta do is just keep cleaning. Just keep cleaning and cleaning and cleaning and cleaning. Wen gehört das? Das gehört dir. Ich hab das gerade nicht mehr. Dann ist das meins. Ja, ich hab keins gekauft. My long lost brother. Also ich bin jetzt fertig mit Aufräumen. Ich bin so müde, ich kann nicht mehr. Ich will einfach nur schlafen. Deswegen, ich werde, glaube ich, nur noch ein bisschen Handy chillen und so. Dann werde ich schlafen gehen, weil ich einfach müde bin. Dann würde ich sagen, nehme ich euch wieder morgen mit, weil... Oh, I'm just so tired. Ja, Leute, bis morgen. Hi, guys. Welcome back to my vlog again. Ist der nächste Tag? Yeah, I'm now doing my Make-up. Ich habe mich jetzt fertig geschminkt. Hat zwar lange gedauert, aber ich bin mega zufrieden. Ich hatte zuerst so einen dunklen Lippenstift, aber irgendwie hat mir das jetzt dann auf Dauer doch nicht mehr so gefallen. Deswegen habe ich es auch gemacht. I have gray hair, because ich wollte ein bisschen was anderes. I really haven't had gray hair in a long time. Und ich hatte auch irgendwie vor lang keinen grünen Lidschatten mehr. I think my makeup turned out really good. I think it looks super cute. Ich habe auch gerade Podcast gehört. Ihr wisst, ich höre Pussy Talk. Ich werde jetzt zwei Videos drehen. Und dann werde ich mich auf den Weg machen zum Müller, weil, oh mein Gott, ich habe was so Geiles auf TikTok gesehen. Wenn ich das Video finde, blende ich es ein. Jedenfalls, wenn man die Müller-App runterlädt, dann bekommt man automatisch 5 Euro einfach so. Und dann kannst du das einfach in Müller einlösen, wenn du dein Handy so zeigst. Und ich fand das so geil, dass ich mir dachte, I'm gonna go today and I'm gonna buy some snacks. Das ist, was ich so vorhabe heute. Ich habe auch natürlich auch andere Sachen vor. Das sind erstmal die Sachen, die ich jetzt erledigen muss. Es ist gerade 14.34 Uhr. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber ich glaube schon. Ich werde mich jetzt daran machen, meine Videos zu drehen. Und ja, bis später dann. Hi Leute, welcome back to my vlog again. Also mein Leid sagt die ganze welcome back, weil ich irgendwie schon voll in einem Film und Rausch bin. Ich bin jetzt gerade fertig mit dem ersten Video geworden. Und jetzt muss ich noch das zweite machen, dann bin ich fertig für heute. Und ja, ich werde jetzt mal gucken, wie das zweite werden wird und ob es überhaupt funktionieren wird. Und wie spät ist es jetzt? 15.33 Uhr. Okay, ich will circa 16.30 Uhr fertig werden, dann kann ich meine anderen Sachen machen. Und ja Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann später. Hi Leute, ich bin jetzt im Müller. Tut mir leid, ich habe mich gleich mal gemeldet. I'm so sorry. Ich werde euch das später erklären, ob ich mein Video gedreht habe und was passiert ist. Ich gehe jetzt in die Süßigkeitenabteilung. Ich erzähle euch dann später, warum und so. I want to buy some Canyon stuff. Oh mein Gott, was ist das bitte? Habe ich noch nie gesehen. Interesting. Interesting, interesting. Interessiert mich jetzt nicht so vom Packaging her, muss ich sagen. Aber es gibt ein Loose Powder. Ist es translucent? Da steht transparent, aber irgendwie glaube ich das nicht so ganz. Let's move on, let's move on. Oh. Cool, cool, cool. Was gibt hier noch so? Gibt irgendwas, was mich total catcht? Ich will wirklich Süßigkeiten eigentlich so, wisst ihr? Habe ich noch nie gesehen. Was ist das für eine Marke? Oh mein Gott, ich war so lange nicht mehr in Müller. Oh, richtig geile Lashes und so. Catrice. Oh mein Gott, die haben neue Foundations. Oh mein Gott, da ist eine dunkelhäutige dabei, aber das ist keine Foundation für noch dünklere Leute.
Hä? Wahrscheinlich nur auf der Online-Seite, aber hätten die das dann gar nicht drauf machen sollen? Verstehe ich nicht, aber das sieht richtig geil aus, muss ich sagen. Richtig geil. Aber ich würde mir die nie kaufen, einfach nur, weil es Hydrating ist. Okay, was gibt es hier noch so? Maybelline? There's nothing interesting. Okay, but I don't need nothing from here. Ich kann mir Süßigkeiten. Ich habe gar keinen Bock auf Make-up. Ich will erstmal Puffreis, okay? Ich hatte so Glück, es war einfach fast die letzte Packung. Ich bin jetzt schon fertig und so. Ich habe mich jetzt einfach dazu entschlossen, einfach ein bisschen wohin zu gehen, ein bisschen zu sitzen, Sunset zu genießen, weil die Sonne geht gerade mega schön unter. Ein bisschen mit euch zu talky-talky und ja, ich brauche ein bisschen frische Luft und muss ein bisschen so draußen chillen, wisst ihr? Die Sonne ist auch schon am Weggehen. Ich könnte eigentlich nur in ein Gebäude raufgehen, aber die Türen sind nicht offen. Deswegen, I don't want to be doing something illegal. I just do stuff when it's handed to me. So, oh mein Gott, muss ich erzählen? Ich habe mein Video nicht gedreht. Oh mein Gott, sorry. Ciao, anyways. Ich habe mein Video nicht gedreht, weil ich dann... I just don't know. Ich wollte es einfach nicht drehen, weil ich mir irgendwie dachte so, es ist nicht so, dass ich es bereuen würde, aber es ist irgendwie so gewesen so, ich möchte nicht dafür bekannt sein. Ich habe das Video angefangen zu drehen, ich dachte mir so, nein, nein, mach es einfach nicht. Und deswegen habe ich es nicht gedreht. Ja, deswegen habe ich heute nur ein Video gedreht, aber das ist nicht schlimm für mich, weil ich vlogge sowieso. Und habe meine Gratis-Sachen vom Müller geholt. Yeah. Ich wollte eigentlich in der Sonne chillen, aber es fuckt mich gerade ein bisschen low-key ab, dass die Sonne einfach weggeht. Ich bin gerade einfach nur so ein bisschen Talk-Laune. Wie geht es mir? Mir geht es momentan so gut. Mir geht es so gut. Ich habe keine Probleme oder so. Mir geht es so gut. Aber ich habe nur manchmal so diese Momente, vor allem in Schule ist, where I kind of get overwhelmed. Es ist einfach manchmal ein bisschen viel in der Schule, wisst ihr? Aber sonst muss ich echt sagen, dass ich das gut handle bis jetzt und dass ich sehr organisiert bin. Und ich denke, dass ich auch dieses Jahr die Dinge besser und anders mache. Oh mein Gott, es matcht voll mein Eyeshadow. Momentan bin ich einfach nur in so einer Phase, wo mir ist wirklich gut. Also ich habe wirklich nichts, was mich stört. Natürlich, ich habe schlechte Tage. Es gibt auch Tage, wo es mir einfach gar nicht gut geht, wo ich einfach nur schlecht gelaunt bin, aber mir geht es nicht schlecht. Ich bin momentan einfach nur in so einem Punkt in meinem Leben, wo ich alles einfach nur so nebelig sehe. Ich habe das Gefühl, ich gehe blind durch die Zukunft. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie mein Leben zum Beispiel in 3 Jahren aussehen wird, weil ich einfach das Gefühl habe, dass... I just don't know. I just feel like my... Ich weiß nicht, die Zukunft sieht, es sieht nicht leer aus, es sieht einfach nebelig aus. So. Es gibt so viele Sachen, die passieren werden, aber ich kann es einfach nicht sehen. Das ist wirklich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, wo ich mich so fühle, weil ich habe mich noch nie so gefühlt. Also es ging mir schon öfters so, dass ich nicht weiß, wie meine Zukunft aussieht und so weiter. Aber jetzt momentan ist es so voll verstärkt, dass ich es einfach nicht weiß, weil ich das Gefühl habe, es wird sich voll viel tun irgendwie in nächster Zeit, aber ich weiß aber nicht was. I just kinda hate this feeling, weißt du, weil ich rede schon, als würde ich mit einer Person reden, egal. Egal, ich hatte immer eine Freunde. Ich bin der Typ von Mensch so, ich mag es mein Leben so nicht zu planen, aber ich mag es immer zu wissen, wie es weitergeht. Und ich habe immer schon so einen Plan in meinem Kopf, also nicht wirklich einen Plan, aber so meine ungefähre Vorstellung von dem, wie ich will, dass es weitergeht, wisst ihr? Und ich mag diese Ungewissheit nicht zu wissen, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und weil ich habe das Gefühl, das beeinträchtigt voll das Leben, wie du es weiterlebst. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte einfach nur noch das Wetter genießen und bald ist wieder Winter. Und ehrlich gesagt, ich mag den Vibe manchmal vom Winter, aber ich mag diese Kälte nicht. Und wenn es im Winter jeden Tag sonnig sein würde, dann würde ich glücklich sein. Also ich bin echt gespannt, wie dieser Winter sein wird, weil ich es mir auch irgendwie gar nicht vorstellen kann. Nee, Leute, ich kann mir gar nichts vorstellen. Momentan bin ich so in so einem Punkt, wo ich einfach das Gefühl habe, ich lebe einfach wirklich im Moment und ich lebe gerade im Jetzt. So, und das war noch nie so wie jetzt bei mir. Ich schwöre, ich weiß nicht, wieso es bei mir jetzt gerade so krass ist. Ich habe in letzter Zeit so richtig komische Träume über meine Vergangenheit, über Leute von meiner Vergangenheit oder über die Zukunft. Ich träume jeden Tag was. Aber entweder ich träume so richtig unbedeutsame Sachen, woran ich mich danach nicht erinnere, oder ich träume so richtig intensive Sachen. Und wenn ich intensive Sachen träume, dann träume ich nur über Vergangenheit oder über die Zukunft. Und ich weiß nicht. Very real to me.
muss auch gleich gehen und ein bisschen was abarbeiten. Ich werde dann meine Hausübungsliste für die Schule. Wisst ihr, ich schreibe mal alle Hausübungen, die ich von der Schule bekomme, auf mein Handy auf, weil ich weiß, ich habe letztes Jahr gemerkt, ich habe mir das nicht gemerkt, wenn sie es einfach so gesagt haben. Ich habe dann erst am Tag gemerkt, was die Hausübung war. Und deswegen schreibe ich mir alles auf mein Handy auf und dann schreibe ich auch immer den Tag dazu, bis wann es ist. Weil so funktioniert es für mich so viel besser. Ja, das werde ich machen und dann werde ich noch ein bisschen Planung machen, welche YouTube-Videos ich drehen werde, weil ich habe eigentlich so viele Ideen und so viele Sachen. Aber ich drehe die Videos einfach nie. Ich weiß nicht, wie lange dieser Vlog jetzt schon ist, bis zu dieser Stelle. Oh my freaking God! Like, wie oft willst du bitte noch vorbeigehen? Ich glaube, ich vlogge nur noch morgen, denke ich, und übermorgen. Ich bin noch nicht sicher, mal gucken. Ich will es nur noch genießen, hier zu sitzen und dann. Weil ich mich wahrscheinlich, wenn ich wieder zu Hause bin und so. Ja, Leute, bis morgen oder so. Home again. Ich will Steine da reinwerfen. Schmeiß. Aber ich hab nichts zum Reinschmeißen. Ich schmeiß mein Handy. Gib her, ich schmeiß mein Handy. Aus wie Hanja von 2019. Warte, war es 2019? Achso, 2018. Nein, aber es erinnert mich irgendwie so, wo wir Kino waren. Wahrscheinlich kein Geld. Wir haben das alles gratis bei Müller bekommen. Ich schwöre. Zu geil. Zu geil. Glaubst du? Chica, mir sagst du mehr. Oh, heute, ich sag jetzt immer, okay? Ja, Leute. Betonkünstler. Mein T-Shirt. Mein Gammelshirt angezogen, was voller Zahnpasta und so ist, weil der heiß war in dem Pulli. Weil ich Leute, ich habe jetzt kein Geld. Soll ich meine wieder drin? Nein, morgen. Also. Ich will kein Geld für Müller. No. Ladet euch die App Müller herunter. Ich krieg 5 Euro Gutschein. Ich schwöre. Ich hab das schon erzählt, aber. Gut, dass du nochmal sagst, weil das ist noch glaubwürdiger. Stell dir vor, ihr habt 5 Handys, habt ihr so viel. Krass. Und man kann nicht mehrere Accounts machen. Sonst ja, sperren sie dich. So klug, dass man nicht mehrere E-Mails benutzen kann. Mhm. Sonst sperren sie dich. Haben sie bei mir gemacht. Wir öffnen jetzt. Und ja, später. Sieht voll hässlich aus. Ja, hässlich. Kein Mensch sieht dein Haar, ja, Anja. Das ist so. Deine Fans werden auch sagen, dass es nicht hässlich ist. Doch. Wie viel dabei ist? Bye. Hey Leute, ich habe mich seit gestern nicht mehr gemeldet. Oh mein Gott. Hey Leute, ich habe mich seit gestern nicht mehr gemeldet. Das ist Basilikumsoße, die du letztes Mal gefahren hast. Echt? Gibt's ja diese Soße, ist ja keine Soße drin. Da ist sehr saure Soße. Aber ich mag das Fleisch von dem nicht. Okay, na gut, wo gibt's Joghurt? Ja, Leute, ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet. Ich melde mich jetzt wieder das erste Mal heute. Und ja, I look super cute today. Regina auch, guck. Warte. Wollte ich trotzdem nicht vorbei, ja. Ja, ich bezahle jetzt meine Sachen. Ich habe mir einen Salat gegönnt. Also ich nehme mir sehr Getränke von der Türkische. Also heute wird auch schon der letzte Tag sein, wo ich vloggen werde. Ich habe irgendwie von jedem Tag so ein bisschen gevloggt und es tut mir echt leid, weil ich wirklich nicht viel gevloggt habe. Ich habe gestern vergessen zu erzählen, dass wir einen Ausflug hatten, deswegen habt ihr das Wasser gesehen. Ich habe noch irgendwas gefilmt, ich kann mich nicht mal erinnern, was, aber ja. Na gut Leute, ich würde sagen, ich werde mich spät, ich bin ein bisschen in Stress und ich werde wahrscheinlich zu spät kommen, but I don't care. I'm at school, guys. Heute war der schlimmste und schwerste Tag heute zum Aufstehen. Ich habe das Gefühl, es wird jeden Tag nur schwerer und hässlicher. Und ja, ich gehe jetzt mal in meine Klasse, bis später. Letzte Stunde. Dann habe ich es geschafft. I'm so excited. Leute, ich habe Schule aus. Und Leute, ich habe die ganze Zeit heute gedacht, dass Mittwoch ist. Aber heute ist actually der vorletzte Tag, deswegen freue ich mich. Und ja, ich warte jetzt auf meine Schwester. Sie sollte eigentlich vor mir gleich sein. Ich weiß nicht, aber ob sie jetzt da ist. Ich kann Bock mehr haben zu warten. Ich bin so müde, ich will einfach nur gehen.
Viel Spaß! Sie haben einen Augenblick Geduld. Ihr Gesprächspartner spricht gerade. Die Verbindung wird gehalten und Sie werden in Kürze verbunden. Andrea? Hanja? Wo bist du? Ich bin unten, hast du mein Audio nicht gehört? Hanja, warte kurz, mein Vater ruft mich an. Ich muss dich gleich sagen. Hallo? Digga? Lauf nicht nach meiner Schule. Dann bin ich besser, du wolltest nicht kaputt am Ende. Ja, ja, ja. Cala a boca, eu vi tudo. Ja. Hi, ich bin jetzt schon raus von der Schule mit der Regina. Wir fahren jetzt nach Hause. Wir wollen jetzt auch McDonald's gehen. Patricia und Monika bei McDonald's. Mein Vater hat für die ausgegeben und die wollen uns darüber anlügen, dass die essen waren. Like, no, fit. Wir haben es herausgefunden. Wir werden jetzt auch essen. Hi Leute, ich bin jetzt wieder zurück von der Schule. Ich habe heute gar nicht gevloggt, obwohl ich heute aussehe wie eine geile Schnecke. Ich sehe einfach aus wie eine geile Schnecke. Ja, trotzdem hatte ich heute nicht die Gelegenheit, irgendwie zu vloggen. Ich weiß nicht, ob es auch teilweise vergessen. Wo ich die Gelegenheit hatte, hatte ich immer vergessen. Und wo ich dann nicht die Gelegenheit hatte, hatte ich mir gedacht, ja, ich könnte jetzt vloggen und so. Und ja, ich war jedenfalls mit McDonald's mit meiner Schwester. Wir haben gegessen. Es war richtig lecker und so. Meine Eltern sind gerade gekommen. Ich würde sagen, ich habe nicht viel gemacht. Es tut mir leid, dass dieser Vlog so komisch geworden ist. Ich weiß nicht, was ich alles gefilmt habe. Es tut mir wirklich leid, dass dieser Vlog war einfach so komisch. Keine Ahnung, wie lange der Vlog wird, aber ich hoffe, er ist nicht langweilig geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Video dann hinterlässt. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Vlog oder Video. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zum Mal. Tschüss. I'm not afraid of the dark.